Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark mit Lizzie auf Interloper. Und in der letzten Folge haben wir eine Schneehütte gebaut, die völlig überflüssig war. So, ey, minus 49 Grad. Das Ding ist, jetzt muss ich hier im Dunkeln einen Unterschlupf suchen, ne? Minus 19 Grad. So, warte mal. Die einzige Möglichkeit, die ich gerade habe, und ich entschuldige, dass ich das jetzt hier mitten in der Aufnahme machen muss. Es geht aber nicht anders. Die einzige Möglichkeit, die ich gerade habe, weil ich echt nichts sehe, wenn ich die Schneehütte hier verlasse, ist, meinen Monitor ein bisschen heller zu stellen. So, und dann zu laufen. In der Hoffnung, dass ich den Container finde. Was eigentlich doch funktionieren müsste, wenn ich hier den Weg entlang laufe. We just need to close my eyes. Ich habe ihn schon verpeilt, ne? Ich bin. Ne, da vorne kommt er. Just need to close my eyes. Ja, das würde ich auch jetzt gerne. 30% Zustand. Boah, was ein Mist, um das mal so zu sagen. Ne? Was für ein Mist. Wir werden vermutlich ja hier schon mal gewesen sein. Ne? Deswegen versuche ich jetzt gar nicht, erst hier im Dunkeln irgendwas zu sehen. Wir werden uns jetzt hinlegen und schlafen. 10 Stunden auch direkt. Ne? Wir sind satt getrunken, das ist egal. Eieieiei, ne? Ein bisschen Zustand auch vor allen Dingen regenerieren. So, 67% Zustand. Das sieht doch schon mal viel, viel besser aus. So, ja, hier war ich aber auch schon. Das Schlimmste an der ganzen Situation ist eigentlich, dass wir das ganze Holz verschwendet haben, ne? Das ist eigentlich das Schlimmste. Das schöne Zedernholz, was wir uns so taktisch klug ergattern konnten, war völlig für den Arsch. Und das ist das eigentlich Ärgerliche, finde ich. So, minus 27 Grad haben wir. Und ich werde das jetzt nochmal probieren müssen. Gibt's gar nichts. Ich glaube nicht, dass ich das Risiko eingehen kann, diesen Wolfspelzmantel in geschlossenen Räumen zu reparieren. Denn ich möchte auf jeden Fall den Lagerkoller vermeiden. Und mir ist bewusst, dass das ein Risiko ist und vermutlich wird es auch vielleicht nicht funktionieren. Da wir aber jetzt genügend Tageszeit zur, also Tageslicht zur Verfügung haben. Ich muss echt gucken, ob ich den Hirsch eigentlich langsam mal erschossen kriege, ne? Ich muss das jetzt probieren. Wir haben jetzt gerade eine relativ schöne Situation. Er kommt auf uns zugelaufen. Es ist jetzt keine minus 50 Grad, sondern nur minus 27 Grad. Und wir haben eventuell eine Chance, diesen Hirsch gut zu erwischen. Zu niedrig gezielt. Bevor ich aufgestanden bin, habe ich zu niedrig gezielt. Und jetzt haut er ab, ne? Ja. Das war blöd. Also, das war jetzt auch nicht extrem schlimm, ne? Aber das war natürlich jetzt rein in der Situation relativ blöd, weil wir echt eine gute Chance gehabt hätten. Minus 11 Grad. Das kannst du doch echt in die Tonne treten. Ohne Witz. So macht das echt keinen Sinn. Ne? Das heißt, ich habe eigentlich keine Wahl. Ich muss den Wolfspelzmantel offensichtlich doch drinnen reparieren gehen.
Und wo ich jetzt gerade nochmal dabei bin, werde ich jetzt hier gerade mal die Lackpolinge und die, wie heißen sie noch? Bartflechten heißen sie, mitnehmen. Echt ärgerlich, echt ärgerlich. Also letztendlich die Schnilze hier oben. Also es ist nett, dass wir jetzt hier oben eine Schnilze haben. Ne, da gibt es überhaupt nichts. Das ist super, aber eigentlich für uns von der Tankstelle ausgehend einfach keine praktikable Base. Ne? Also keine praktikable Fluchtbasis. Naja, im Zweifel sollte sie ja eh nur... die Frage ist ja jetzt, hat der uns gesehen oder hat er den Hirsch gesehen? Es ist mir eigentlich gerade sowieso so oder so egal. Ey, das gibt's doch nicht, ne? Da kommt da vorne, kommt der nächste Wolf. Okay, pass auf. Jetzt gilt es, mal kurz ein bisschen vorsichtig zu sein. Da wandert der Wolf. Der wandert zum Glück in eine andere Richtung. Die Frage ist ja, wo ist der andere Wolf hin? Der wandert da hinten. Der jagt offensichtlich doch nicht den Hirsch mehr, ne? Ach, der drei Wölfe. Are you serious? So, erstmal hier rein. Das hat ja ansatzweise gut funktioniert. So, der Wolf, der draußen vor der Tür liegt, der ist natürlich immer noch da, ne? Das ist klar. Wo soll er auch sonst sein, Klaus? Okay, pass auf. Wir werden jetzt... Ich muss das nach wie vor probieren, ne? Oh, getrocknete Rehhaut. Sehr schön. Pass auf. Noch ein Därmschirn. So, ich werde jetzt als erstes nochmal die Hose probieren. Wenn das jetzt schief geht, sind wir am Arsch, ne? Okay, 77%. Zumindest das hat schon mal funktioniert. Und ich muss den hier direkt hinterherhauen. Das geht nicht anders. Ich muss den auch reparieren. Beim Wolfspelzmantel, wenn das nicht funktioniert hätte, wäre mir das noch relativ egal gewesen. Denn Wolfspelze haben wir als Vorrat ziemlich viele. Ne? So, getrockneter Darm. Ne, frischer Darm, getrockneter Darm. Das sind alles noch frische. So. Und schon haben wir auch wieder Nachschub. Das ist auch schön. Okay, so. Sonst sieht es klamottentechnisch eigentlich relativ gut aus. Wir werden jetzt die Socken auch nochmal reparieren. Ich mache das jetzt einfach im Haus. Ne? Ich hab echt wenig Möglichkeiten. Ich mache das jetzt einfach. Wir müssen auf jeden Fall einen Ort finden, wo wir die Hasenfallen aufstellen. Und das bedeutet, wir müssen, da ich gerade keine andere Idee habe, eventuell die Haseninsel aufsuchen. In naher Zukunft. Es sei denn, jemand, also es sei denn, ihr habt meinen Hilfeschrei nach Locations für die Hasenfallen erhört und ich lese diese Kommentare noch, bevor ich in irgendeiner Folge auf die Idee komme und möchte Hasenfallen aufstellen. So, pass auf, den esse ich gerade mal. So. Der ist schon kaputt. Bedeutet, den lege ich jetzt gerade mal hin. Kann man noch als Köder benutzen. Ist mir zu gefährlich. Ich habe gedacht,
dem Wolf eventuell aufzulauern, der hier gerade um die Hütte schleicht, aber das war mir dann doch zu gefährlich, ehrlich gesagt. So. Ah, jetzt habe ich den Fisch natürlich mitgenommen. Ne? Wir müssten eigentlich auf Wolfsjagd gehen. Wir müssten eigentlich auf Wolfsjagd gehen, weil drei Wölfe hier wieder um mich rumsitzen zu haben, das ist echt zu viel. Kann ich aber gerade nicht. Was mache ich mit dem Wolf da vorne vom Eingang? Ne? Das ist die nächste Frage. Was sagen meine Pfeile? Wir haben drei Pfeile noch im Inventar. Müssten wir eigentlich irgendwann auch mal neue herstellen. Ne? Aber passt auf. Ich mache jetzt was Riskantes. Ich gehe auf Wolfsjagd. So, der ist gefroren, ne? Das ist auch in Ordnung. So, da kommt der erste. So. Da kommt der zweite. Jetzt ist die Frage, reicht uns das, ne? Und ich sage euch ganz ehrlich, das reicht mir nicht. Wobei der letzte Wolf war jetzt schon auch knapp, ne? Der hat dann nochmal einen Haken geschlagen. Was? Komm schon, mach. Keine Risse in der Kleidung. Oh. Wir haben 13% Zustand, Kinders. Okay, jetzt ist erstmal Schicht. Jetzt ist erstmal sowas von Schicht. Eieieiei. Drei Wölfe. Es liegen drei Wölfe auf der Straße. Und die sind dumm wie Brot. So. Das Problem ist, diese Wölfe müssen wir natürlich da an der Stelle auch auseinandernehmen können. Ne? Und ganz ehrlich, mit 13% Zustand werde ich das an diesem heutigen Tag in-game nicht mehr machen. Das werde ich nicht tun. So, Kohle, Stöcke, Altholz. Wir haben genug Material hier. Es ist sinnlos, eine Zeitung mitzunehmen. Ne? Wir haben genug Material hier. Was wir nicht haben, ist mal wieder Wasser. Und ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt versuchen, es scheint gutes Wetter zu sein. Es scheint wirklich relativ gutes Wetter zu sein. Und bevor der Wolf hier direkt vor der Tür verschwindet, despawnt, werde ich versuchen, mir hier ein Feuer zu machen. Und zwar genau da. Mit der Lupe. Perfekt, mit dem Stock. Mit entsprechend viel Altholz. Damit es relativ warm ist. Und, also, es ist wirklich nur eine Vermutung, weil mir das jetzt zum zweiten Mal schon passiert ist und
Ich meine, es ist so, dass man mit einem Pfeil, der fast kaputt ist, echt vielleicht nicht mehr wirklich... Das gibt's doch echt nicht, oder? Sorry, das Risiko kann ich nicht eingehen. Ne? 13% Zustand. Auch wenn ich die Lupe jetzt hätte nutzen können. Ne? Das Feuer wäre zwar fast durch gewesen, aber ganz ehrlich, was soll ich da? Ich werde mit 13%, ich werde mich hüten, damit einen Wolf anzugreifen. So, das Ding ist, wir haben fast kein Wasser mehr. Ich muss die Nacht jetzt hier noch drin verbringen. Ah, kaputt, Silberlachs, du dämliches, unnachdenkendes Tier. So. Das wiederum bedeutet, ich muss mir jetzt hier drin, ich muss ein Feuer machen. Mit dem Wasser können wir die Nacht nicht schlafen. Wir brauchen hier noch ein bisschen Wasser. Und zwar werde ich das auf einen Liter beschränken. Also ich werde etwas über eine halbe Stunde ein Feuer machen. Da kraxelt da noch ein vierter Wolf rum, ne? Ganz ehrlich, ich überlege wirklich hier wegzugehen, ne? Mir eine andere Stelle zu suchen. Denn dieses Wolfsaufkommen hier ist wirklich uncool. Das ist echt uncool. Das macht doch echt keinen Spaß, ne? Es gilt aber nach wie vor, ich kann die Wölfe, die ich jetzt da erlegt habe, nicht einfach liegen lassen und ignorieren. Das geht einfach nicht, ne? Also auch wenn ich jede Menge Fleisch zur Verfügung habe und eigentlich auch keine Wolfspelze mehr bräuchte, aber das kann ich nicht tun. Das geht nicht. Apropos Fleisch. Irgendeiner von euch hatte mir unter ein Video geschrieben, so Klaus, warum, du sagst doch immer, wenn du das berätst, das Fleisch, gibt es 50% Zustand wieder, selbst wenn es kaputt ist. Warum berätst du denn immer alles Fleisch? Das hat in der Regel vermutlich immer damit zu tun, also ich habe jetzt leider keine konkrete Situation aufgezeigt bekommen. Das hat in der Regel normalerweise damit zu tun, dass ich halt gerade ein Feuer anhabe und es dann durchaus Sinn macht, die Brennzeit des Feuers halt auch zu nutzen, weil es ist nun mal einfach so, dass der Holznachschub auf Interloper echt nicht so leicht zu stemmen ist. Ne? Und wenn ich dann einmal ein Feuer brennen habe, um bei der Ausnahme eines Tieres nicht zu erfrieren, finde ich, ist das durchaus in Ordnung, wenn man das Fleisch dann noch zusätzlich brät. So, was haben wir denn hier? Das ist Fleisch, was echt noch gut in Schuss ist. Und das hier ist verdorbenes Fleisch, 18%. Sorry. Kann ich nicht, ne? 41%, das ist mir zu risikoreich. Den jetzt anzugreifen, hätte tödlich enden können. Aber ich kann jetzt auch nicht hier einfach so das gute Fleisch essen. Natürlich schwirrt er da noch rum, ne? Ich muss diesen Wolf beseitigen, ne? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss den beseitigen. Denn der stört da einfach, ne? Ich werde gerade nochmal ein kurzes Röhnchen schlafen, in der Hoffnung, dass der Wolf da weg ist. Dass ich zumindest nochmal ein bisschen essen gehen kann. Lagerkoller-Risiko, das ist ja zumindest schon mal ein bisschen was.
Ah, ducken, Klaus. Ducken, bevor du rausgehst. Ducken. So, ich meine, ich hätte ihn da hinten gerade gesehen. So, und jetzt muss ich hier gerade mal schauen. Man, I'm not sure I can carry much more. So, das ist, ja, das ist auf jeden Fall... Pass auf, ich lasse die 18% Dinger. Die schmeiße ich hier nochmal raus. Den Rest nehme ich vorne mit. An den Eingang hier. Und lege mir das wieder... Die 12% Teile lege ich mir hier auf die Seite. So. Und die 11% Dinger lege ich mir jetzt hier auf die Seite, sobald ich hier das eine oder andere Mal gegessen habe. So, sehr schön. Ablegen, 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 ablegen. So, mit den Fischen. Die nehme ich jetzt mit Absicht mit rein, denn das werden irgendwann mal unsere Köder werden. Diese Fische nutzen wir als Köder. Ne, die sind jetzt leider kaputt gegangen, was nicht so schlimm ist. Aber die können wir halt jetzt nicht mehr essen. So, und jetzt ist das Ding. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie kalt es draußen war. Fakt ist auf jeden Fall, ich muss mal was trinken. Ich würde echt gerne den Wolf da draußen ausnehmen, ne? Aber das Ding ist halt, ey, 44% Zustand, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen arg knapp. Wir müssten eigentlich den anderen Wolf, der da jetzt noch rumstreunert, den müssten wir eigentlich beseitigen. Aber mit 44% traue ich mich das ehrlich gesagt gerade nicht so richtig. Da ist er. Da ist er auch, der Drecksack, ne? Der nächste Pfeil hat 100%. Minus 20 Grad. So, pass auf. Ich werde mich jetzt hier nochmal mit einem Feuer... Ne, das ist mir echt zu risikoreich, ne? Ich muss diesen Wolf beseitigt bekommen. Und am besten wäre da vorne, wo die anderen Wölfe auch noch liegen. Das gibt's doch nicht, ne? Boah, Gott sei Dank. Riss in der Kleidung. Na klar. Das musste ja so kommen. Egal. So, beseitigt. Kleiner Pisser da. So. Wir werden hier ein Feuer machen. Oh, die Lupe geht. Das ist ja zumindest schon mal ein kleiner Wermutstropfen. Ich weiß, die Klamotten sind quasi im Arsch, aber das ist eigentlich, das ist gerade wirklich völlig egal. Wir werden den Wolf jetzt hier ausnehmen, weil der es am dringendsten nötig hat. Der muss am dringendsten weg, sonst despawnt er gleich. Und es wäre wirklich, wirklich sehr, sehr schade, die Pelze, die Därme, das Fleisch verkommen zu lassen. Ne? Ich werde dieses rohe Fleisch jetzt hier von dem Wolf auch wirklich noch nicht zubereiten. Das werde ich mir irgendwo hinlegen, denn wir haben noch ziemlich viel Fleisch auf Vorrat. So grob 60 Kilo würde ich mal schätzen. Und der Kofferraum ist voll von dem Auto da hinten. Und ja, gucken wir einfach mal. So, zweimal Altholz, zweimal Stock. Das wird nicht reichen, um hier den Wolf auseinanderzunehmen. Aber wir machen ja, minus 14 Grad. Minus 13 Grad. Wir müssen mal, ich guck gerade mal, 10% Unterkühlungsrisiko. Letztendlich können wir ja damit durchaus ein bisschen leben, ne? Jetzt gucke ich gerade mal. Minus 21, also 21% Unterkühlungsrisiko. Elf Minuten bis Kohle reingepackt werden kann. Okay. Dann halt. Also ich sehe das, ne? Keine Angst. Kohle. So. Und jetzt muss ich mir in der Tat erstmal ein bisschen Wasser machen. Ein Liter.
plus 8 Grad. Schon mal ein bisschen besser, ne? Kurz mal einen Liter Wasser schmelzen. So, und ich werde auch die Brennzeit des Feuers vermutlich dann dazu nutzen, um mir Wasser zu machen. Ich gucke aber mal, wie wir das Fleisch rausholen, in welchem Zustand. Denn wenn das Fleisch schon echt wenig Zustand hat, dann muss man sich halt auch überlegen, ne, ob das einen Unterschied macht. Na, guck mal, es wird wärmer. So. 27%. Wir kriegen es hier eh nicht mehr gebraten am Feuer von der restlichen Zeit her. Deswegen werde ich das Fleisch hier hin schmeißen, das rohe. Und werde mir jetzt hier eher nochmal 2,5 Liter Wasser machen. Solange das Feuer noch an ist, werden wir hier Wasser kochen, so gut es geht. Und die Zeit halt auch im Freien verbringen, ne, damit wir Lagerkoller ein bisschen vorbeugen können. So, nochmal 2,5 Liter Wasser. Und das ist der Grund, warum die Kohle einfach so wertvoll ist. Ne? Man kann einfach mal ein Feuer auch bei ziemlich starken Minustemperaturen machen, ohne dass man wirklich ernsthafte Konsequenzen hat. Ne? So, ich mache nochmal einen halben Liter. Und da zieht der Wind auf. Aber der halbe Liter müsste trotzdem eigentlich noch passen. Perfekt. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. War das hier das, was ich essen wollte? Jawohl. Na, wo wir jetzt einmal hier sind. Fleisch muss weg. So, knapp 6 Liter Wasser. Die halten auch nicht ewig, ne? Das ist uns auch klar. Aber zumindest mal ein bisschen wieder. So, 5 Stunden Tageslicht haben wir noch übrig. Und in diesen 5 Stunden müssen wir jetzt mal gucken. Werden wir nochmal den Wolfspelzmantel reparieren? Da kenne ich nichts, ne? So, Aktion, Repair. In der Hoffnung, dass es gut geht. Natürlich nicht. Zack und zack. Wir brauchen da unbedingt einen Skillpunkt, ne? Das ist wirklich übel, ne? Aber wir haben, es ist nicht mehr viel, ne? Pass auf. Das Ding ist, wir haben nicht mehr viel Nähset-Kapazität. So, und ich werde jetzt unsere normalen Klamotten reparieren. 99%, das lohnt sich überhaupt nicht. Da hatten wir noch eins. 84%. In der Hoffnung, dass diese eine Klamotte vielleicht ausreicht, um den Skillpunkt zu... Alter. 85% Chance, ja? Gott sei Dank, ey. So. Reparaturzeit 50% verringert. Zustandsverbesserung von Gegenständen um 10% erhöht. 33%. Sind 10%, ne? So. Reparier das jetzt bitte einfach. Es müssten ja jetzt 95% Chance sein und damit dürfte es eigentlich ja nicht mehr schief gehen, ne? Ey. Ich sag da nichts mehr zu. Ich werde hier gerade echt sehr, sehr gefordert, ne, was meine Strapazierfähigkeit betrifft. Und zwar auf der ganzen Linie, immer und überall. So, schlaf doch jetzt einfach mal. Ätzend. Ach, ich hätte erst warten sollen, ne? Naja, Klaus. Dann hätten wir länger schlafen können, ne? Dann hätten wir mehr Zustandsverbesserung gehabt. Habe ich schon mal wieder verpeilt, ne? Was soll ich sagen? Ist manchmal so. Wir trinken jetzt nochmal was. Dann warten wir einfach 4 Stunden. Bam,
Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Risiko eines Lagerkollers. Na klar. What else? Da haben wir unseren Lagerkoller. Hello, Mr. Lagerkoller. Du bist ja ein Typ. So. Wir holen uns noch ein bisschen Zustand. Okay, wir machen hier einen Cut. Ist jetzt einfach so, ne? Wir haben jetzt Lagerkollerrisiko 40%. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Zum Glück haben wir ja draußen ein paar Wölfe liegen, ne? Und wir werden das in der nächsten Folge wie folgt machen. Ich werde draußen ein Feuer machen. Wir haben ja gerade mal wieder einen Sturm hinter uns, ne? Und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Wir werden draußen ein Feuer machen. Ich nehme ein bisschen mehr Kohle mit. Und nehme mir jetzt auch nochmal... Ne, warte mal, Material habe ich noch, ne? Für den Wolfspelzmantel. Ja, aber ich habe hier auch noch frischen Wolfspelz. So. Auch wenn es jetzt hier gerade nicht hingehört eigentlich, ne? Ist aber wurscht. Ich nehme mir aber in der Tat auch nochmal ein bisschen mehr Wolfspelz mit. Und darum, wer weiß, ob das weiterhin funktioniert. Und wir haben vermutlich auch keinen... Ja, das Nestset müsste eigentlich noch für den Wolfspelzmantel ausreichen. Das Ding ist, ich glaube, wir sollten die Stiefel mal austauschen, bevor die ganz kaputt gehen. 1,1 Grad, 1,4 Grad. Ne, ihr seht, was ich meine. Und vielleicht sollten wir auch die Handschuhe mal austauschen. Pass auf. Die rüber, die rüber. Die anziehen, die anziehen. Macht jetzt temperaturtechnisch nicht wirklich einen Riesenunterschied. Bei der Hose wird es mir schlecht. Dumm sage ich. Ich gehe mal kurz raus und rein zum Speichern. Dann machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge werden wir versuchen, draußen die Wölfe auf der Straße auszunehmen. Ich hoffe mal, dass wir ein bisschen Glück mit dem Wetter haben. Ist natürlich noch relativ früh am Morgen, ne? Aber... Hilft nicht. Das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, fertig gespeichert. Und hoffen einfach mal, dass wir gegen den Lagerkoller arbeiten können. Vier Wölfe wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Wird ein entsprechendes Feuer voraussetzen. Wir haben ein bisschen Kohle mit dabei. Ne? Immer mal schauen, dass wir... Also ich werde das Feuer erstmal mit Holz auf Temperatur bringen müssen, damit wir draußen nicht erfrieren. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Wir können nur hoffen, dass es keinen Strom gibt, ne? Gucken wir einfach mal. In dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren, das Däumchen oben nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Lizzie auf Interloper in The Long Dark wieder. Bis dahin. Tschüss.